Wir hatten ja versprochen, euch regelmäßig über den Fortschritt unseres Tiny House Projektes mit der Schule zu unterrichten. Leider wurde auch dieses Projekt, wie so viele andere in diesem Jahr, ein Opfer der Corona-Krise. Bis hierher sind wir gekommen, leider nicht weiter. Aktuell ist das ganze Projekt komplett gestoppt. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Die Schule bemüht sich darum, eventuell mit interessierten Lehrern und Schülern das Ganze im nächsten Schuljahr weiterzuführen. Aber momentan wissen wir nicht, ob es überhaupt weitergeht. Es kann also auch sein, dass dieses schöne Projekt, dieses gute Projekt, den Weg geht, den viele Projekte in diesem Jahr leider gegangen sind. So viel zum Stand der Dinge. Zum aktuellen Zeitpunkt sollten wir was Neues haben, was Neues hören, neue Informationen von der Schule haben, dann erst nach den Sommerferien informieren wir euch wieder.